Hallo und herzlich willkommen zurück zu Digimon World 2003. Ich habe in der letzten Folge, ich glaube es war die letzte Folge, angesagt, dass ich mir Omnimon, Bölzemon und, Warcremon holen will. Ich habe mir auch Notizen gemacht, zum Beispiel jetzt hier Black Warcremon, Skullcremon Level 90, Cremon Level 50, Darkness 130 und habe mir alles niedergeschrieben und wollte das dann trainieren. Also wollte dann meine Digimon entsprechend halt auf die Level und Eigenschaften bringen, dass ich das dann, ja, diese Digitation erlernen kann. Das Problem war aber, dass, lasst mich kurz überlegen, ich glaube, ich habe es bestimmt, na, 10-mal nicht, aber so 5, 6, 7 Mal habe ich meine Digimon etwas trainiert und jetzt mal ist mein Spiel abgestürzt und es war extrem ätzend und jetzt habe ich keine Lust mehr, weil ich glaube auch, dass der Spielstand beschädigt ist oder so. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ab einem bestimmten Punkt, wenn ich eine Weile lang trainiert habe, kackt es dann ab und ich habe jetzt ganz ehrlich keinen Bock mehr. Ich habe wirklich keinen Bock mehr und werde jetzt einfach ganz klassisch mit Galantmon etc. das Spiel durchspielen. Es tut mir leid, aber ich habe einfach keine Lust mehr. Das hat mich so fertig gemacht. Jetzt, schade. Schlechte Laune. Ich habe es auch jetzt vor der Aufnahme nochmal probiert. Hier von Gilmon zum Beispiel Chrismon habe ich auch ausgewählt. Das muss ich auf, was stand da? Level 50 springen zum Beispiel. Das kannst du vergessen. Vorher kackt ihr immer das Spiel ab. Das geht gar nicht. Ich hoffe einfach, dass ich das Spiel jetzt noch durchspielen kann, ohne dass es irgendwelche Komplikationen geben wird. Und dann ist gut. Ganz ehrlich, ich habe da wirklich die Faxen dicke jetzt. Ich habe jetzt, glaube ich, auch eine Woche oder so nicht aufgenommen. Ihr merkt das natürlich nicht, weil ich auch auf Vorrat aufnehme. Aber das war schon krass. Also, ich kam einfach nicht vom Fleck. Sehr ärgerlich. Nein, ich will jetzt Warcremon haben. Genau. So, die sind zwar alle Level 90 schon. Ist zwar doof, aber naja, man kann das jetzt nun leider nicht ändern. Ich trainiere noch die Rookies, kann dann noch im Trainingscamp ein bisschen was reisen und das war's dann. Ne? So muss ich jetzt versuchen, das Spiel zu schaffen. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir machen jetzt leider weiter im Verlauf. Es tut mir, wie gesagt, wirklich leid. Ich hätte euch das gerne noch gezeigt. Ich hätte es auch gerne selber noch gesehen, aber man kann leider nicht alles haben. Doof. Naja, damit muss man rechnen. Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ich laufe einfach mal irgendeinen Weg. Ich weiß nur, dass es hier jetzt weitergehen muss. Kellertreppen? Bin ich hier richtig? Weiß gar nicht. Ich glaube, ich gehe mal den anderen Weg lang. Ich glaube, der andere Weg ist richtig. Ich bin mir nicht sicher. Wir probieren hier einfach mal ein ganz klein wenig rum. Haha. Ich glaube, das Spiel geht auch nicht mehr so lange, aber es kann sein, dass ich mich da auch irre. Mal gucken. Ich hoffe jedenfalls, dass so ein Spielfehler nicht während der Aufnahme passiert. Das wäre sehr ärgerlich. Ich hoffe, das bleibt uns allen ersparen. Admin Center. Bin ich hier richtig? Ich habe keine Ahnung. Hier rein vielleicht? I don't know. Meisterraum. Das sieht richtig aus. Ja, ich bin richtig. Nice. Lisa, AOA haben Juggernaut, Juggernaut. Ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Ich spreche jetzt einfach jetzt Juggernaut aus, weil ich so deutsch bin. Ja, so sieht es aus. Teddy hat es bemerkt und uns erzählt. Hier oben ist er. Die AOA bewegt sich mit diesem Computer. Und jetzt, Juggernaut hat so viel Power. Das ist die mitbeste Waffe. Sie ist verschlossen, damit sie nicht in falsche Hände gerät. Ich weiß gar nicht, wie ich sie gesprochen habe. Es ist schon so lange her, es tut mir leid. Können wir es nicht stoppen? Dank. Mal sehen. Okay, wir sollten sie fragen. Was? Sie? Was? Keith und Nick, ihr bleibt hier bei Teddy. Okay, wir gehen, Yumi. Die sagt niemandem, was los ist. Dab, 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 dab. Gefängnisturm.
Ah, okay. Zum Game Master Gamer. Diese böse, böse Frau. Lisa, meinst du den Game Master? Stimmt, du hast es kapiert. Sie ist die Einzige, zu der wir gehen können, richtig? Wovon sprecht ihr? Ich habe nicht die Absicht, euch zu helfen. Ach, wirklich? Ich würde schon aufgeben. Hä? Was sagst du da, Lisa? Sie hat Juggernaut. Also können wir nichts machen. Sie haben Juggernaut. Und ich möchte noch nicht sterben. Der Fuck. Was? Wir haben so viel gekämpft. Ich will nicht. Ich gebe niemals auf. Jube, du bist tapfer. Aber du wirst dein Leben verlieren. Was? Schlauer als ihr aussieht. Muss meine Meinung ändern. Ja, Juggernaut gehört in AUA. Das heißt wirklich, glaube ich, Juggernaut oder so. Egal. Nur der Präsident in Amaterasu City kann es stoppen. Wirklich? Wirklich? Hast du gehört, Yuri? Ja, Ma'am. Jetzt verstehe ich. Was sagte ich? Es war ein Geheimnis. Ich bin eine Idiotin. Jetzt hat sie sich verraten. Na? Wie habe ich das gemacht? Ach, da kommt Teddy. Hey, das ist eine Zeitverschwendung. Wem wurde in Juggernaut umgewandelt? Was? Was ist passiert? Wirklich? Oh Gott. Oh mein Gott, das ist ganz schön heftig. Das ist ein Kinderspiel, mal ehrlich. Dann wird Destromon jetzt geboren. Hm. Was? Was ist Destromon? Entstehen von Digimon beim Verschmelzen von Memon und Juggernaut. Keine Ahnung, das ist irgendwie so viel abgekürzt. Destromon ist das stärkste Digimon. Keine Waffe gegen... Was? Keine Waffen gegen Destromon? Warum schreiben die jetzt immer so komisch? Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Präsident von Magami muss Destromon, was bestimmt von Destroy kommt, stoppen. Das ist Destroyed. Klaro. Ja, ja. Okay, wir müssen jetzt in den Amaterasu-Server und nach Amaterasu City. Aber ich weiß natürlich, dass es nicht so einfach geht, weil die Nightmon sind. Und ich weiß, dass man stattdessen machen muss, weil ich klug bin. Aber wie kommen wir in Amaterasu City rein? Es ist das AUA Hauptquartier. Also hohe Sicherheitsstufe. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Das stimmt. Jemand muss uns helfen. Das ist unmöglich. Alle sind in Angmon verwandelt. Schau du dich mal um. Ja, ich soll mich mal umschauen. Hilfe. Ja. Denk. Ach ja, Kenny sagte was über. In Ordnung, ich schau nochmal nach Amaterasu. Ja, ja, okay. Ich weiß nicht, was ich tun muss, weil das ist sonst wieder so eine übelste Arschloch-Aktion. Danke, ich zieh auf dich. Jojo, ich geh mal. Ja, okay, wir müssen jetzt zum Amaterasu-Server. Was sagen die eigentlich? Schnell, besuch Lisa. Alle warten auf dich. Okay. Ich hab dies aber schon besucht. GG.
So, wir müssen jetzt genau. Oh Gott, jetzt müssen wir ja wieder auf diesen blöden Server mit diesen blöden starken Digimon, die uns blöderweise ganz schön vermöbeln wollen. Naja, kann man nichts machen. Müssen wir wohl durch. Ich kann aber noch davor ganz kurz schnibbeli da, schnibbeli du, gucken, ob, ja, ob, Gott, ich habe Kopfschmerzen ein bisschen, schade eigentlich, ob eine Auktion wieder mal aktiv ist. So ganz kurz Elon, wie ging es nochmal so? Ich glaube, ich bin gerade in das einzige falsche Haus rein, ja, schade. Ein bisschen Hunger habe ich eigentlich auch. Wieso beginne ich immer Aufnahmen, wenn ich Hunger habe? Das ist, glaube ich, nicht so gut. Boah, ich habe noch Chicken Wings. Fett Chicken Wings futtern nachher. Und wenn ich Aufnahme mache, ist es kurz vor Ostern und ich habe das Ostergeschenk von meinem Vater aufgegessen. Ich würde das meinem Papa schenken und dann habe ich irgendwie Heißhunger bekommen und dann habe ich es selber gegessen. Ich bin eine furchtbare Tochter. Ich bin eine ganz furchtbare Tochter. Das muss ich morgen. Morgen ist Samstag und übermorgen ist Ostersonntag und demnach ist heute Freitag. Karfreitag muss ich morgen noch schnell irgendwas kaufen, was ich dann meinem Vater gebe. Ich weiß gar nicht, ob morgen die Geschäfte offen haben, aber ich wohne in der Nähe vom Hauptbahnhof und die haben eh immer offen. Von daher, Und es klingt nicht so nach einer Auktion. Ich habe die ganzen Auktionen, glaube ich, verpasst. Eigentlich kacke, aber naja. Ich bin eigentlich so der Freak. Ich kann dann notfalls alles noch zu Geld machen. Und dann mal gucken. Ich glaube, ich brauche eh großartig nichts mehr. Wie gesagt, auf nach Amaterasu-Server. Sofern hier alles irgendwie... Eigentlich ist es auf zum Amaterasu-Server. Aber irgendwie haben die es hier mit den Fällen und der Grammatik und allgemein der Artikulation in dem Spiel. Das ist eher alles so ein bisschen daneben. Abkürzungen. Wie unser Protagonist teilweise spricht und furchtbar, ganz schlimm. Aber naja, kann man jetzt auch nicht ändern. Los geht's! Was haben eigentlich meine Digimon so für Levels? Okay, ich bin jetzt auf Items gekommen, das ist ungeil. Agumon crasht mal wieder ein Level ab. Nee, sortieren wollte ich machen, dammit. Sortieren. Das hatte ich bei Digimon immer so schlimm. Bei Pokémon immer so schlimm. Ich hatte immer Shiggy an erster Stelle in meinem Team. Das war dann irgendwann, ich glaube, das hat sich schon kurz vor Major Bob zu Turtok entwickelt. Und das ist extrem krass, weil man zu dem Zeitpunkt in jedem Leben schon so stark Pokémon hat. Weil ich das System nicht verstanden habe, wie man Pokémon sortiert. Dann, man ist nicht auf Sortieren gegangen, wie hier, wo die Sortieren steht. Man muss da Tausch machen. Und da Pokémon war natürlich hier so, Gotta catch 'em all und tauschen und bla bla bla, ne? Und ich dachte dann, wenn ich dann auf Tausch gehe, vertausche ich mein Pokémon und hab's dann nicht mehr. Ich habe das nicht geschnallt, dass das Tausch für Tauschen im Team steht. Und deswegen habe ich das allererste Pokémon-Spiel nur mit einem einzigen Pokémon, und zwar Turtok, durchgespielt, weil ich alles andere nicht wusste. Und dann gab es nochmal diesen ganz dramatischen Vorfall damals, da habe ich geheult, habe ich ohne Scheiß geheult. Da habe ich gedacht, ich habe wirklich gedacht, eine Freundin war das, die manchmal, oh Gott, der irgendwie gedacht, dass sie meinen Turtok freigelassen hat, aus Versehen. Aber Turtok war das einzige Pokémon, was ich trainiert hatte. Und dann habe ich übelst geflennt und war total am Boden zerstört und hatte nur noch übelst die schwachen, pubbeligen Pokémon, die so Level 2 oder Level 10 waren oder so. Und das war natürlich extrem scheiße. Und Pokémon hat für mich die Welt bedeutet, ne? Also, für mich ist quasi die Welt zusammengebrochen. Und ich bin den ganzen Tag übelst am Boden zerstört und dann habe ich meine Eltern voll geheult. Das wäre so schön, wenn es bei Pokémon die Funktion gäbe, wenn man irgendwie freigelassene Pokémon in der Wildbahn wieder treffen könnte und bla 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 und ja, sowas halt, ne? Und dann irgendwann hat sich aber dann rausgestellt, dass das Pokémon nicht freigelassen wurde, sondern zum Glück nur auf einer Box war und das war eine Erleichterung. Naja, ich hatte schon einige Nervenzusammenbrüche wegen diesem Spiel gehabt. Und ich rede wieder über Pokémon während eines Digimon-Let's Plays. Ich bin unmöglich, es tut mir so leid. Was mache ich hier eigentlich? Ich renne total falsch, weil ich so blöd aufgekommen bin. Ich fahre zuerst richtig und dann bin ich falsch gelaufen. Und jetzt bin ich wieder richtig und ihr hört mir jetzt zu, wie ich rede und denkt euch so, was macht diese Frau da gerade?
bin, ja, ich habe Hunger, ich habe keine Konzentration. Aber ich let's play, das ist die Hauptsache. Ich bin manchmal so blöd. Unglaublich. Ich muss ja zum Dschungelgrab. Ich dachte irgendwie, nee, ja, auf dem Weg gerade zum Dschungelgrab dachte ich, nee, du musst da ja nicht hin, was willst du da? Du musst ja hier zum Inn. Aber ich muss ja ins Dschungelgrab, um im Inn rauszukommen am Amaterasu-Server. Man kann ja auch andere Digimon-Strecken nehmen, aber also um den Server zu wechseln, aber ich blick bei dem System einfach nicht durch. Und ich jetzt hier ewig und drei Tage random durch irgendwelche Löcher krauche, nehme ich einfach jetzt das Loch, wo ich ganz genau weiß, das Loch vor allem, den Durchgang, wo ich ganz genau weiß, dass ich halt eben jetzt zum anderen Server komme und gut ist. Ich sehe auch, das wird jetzt hier einfach nur rumgerenne und ich glaube, ich laufe einfach offscreen dahin, wo ich hin muss. Weil wir müssen zur Möbiuswüste. Ja, die Möbiuswüste, mein allerbester Freund. Das ist ja diese eine total tolle Folge, wo ich die ganze Folge lang wirklich einfach nur 20 Minuten lang in der Möbiuswüste rumirre und rumfluche, dass ich nicht weiß, was ich machen muss. Und dann am Ende der Folge ausgerastet bin, weil ich da ganz schnell hingehen müssen. Ja, das war nice. Und so ähnlich wird es jetzt wieder sein. Naja, ich hoffe, ich muss da diesmal wirklich hin. Ich habe ja sogar irgendwo... Ich weiß gar nicht mal wo. Ich habe mir irgendwo aufgemalt. Ja, hier. Ich habe mir auf dem Zettel aufgemalt, wo bei der Möbiuswüste Norden, Süden, Osten und Westen ist. Weil das ja alles schräg ist. Und jetzt weiß ich auch, wie ich laufen muss. Jetzt bin ich voll cool und krass drauf. Und dann brauche ich einfach noch eine Karte und dann latsche ich dann einfach zu diesem blöden Turm. Das ist so ätzend. Na gut. Ich würde sagen, ich mache jetzt einen Cut. Die Folge ist heute ein bisschen kürzer. Passiert halt mal. Ich versuche immer ca. 20 Minuten einzuhalten. Manchmal ist sie länger, manchmal ist sie kürzer. So plus minus 5 Minuten ist es halt immer. Manchmal auch extrem mehr oder weniger. Ist halt so. Und deswegen würde ich sagen, ja, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Ich laufe bis dahin offscreen zur Möbiuswüste. Und dann könnt ihr mit mir zusammen schauen, wie ich diesen scheiß Turm suche. Weil ich will euch an diesem abenteuerlichen, ja, an diesem kleinen Abenteuer natürlich teilhaben lassen und das nicht offscreen machen. Ja, und bis dahin, ciao. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Let's Play Digimon World 2003. Ciao.